drin. Und jetzt der Start, 35. Großer Preis der Wirtschaft hier im Jahre 2024. Das Feld formiert sich und das Feld ist dicht geschlossen. Ninas Lob ist schnell und flink auf den Beinen. Übernimmt hier heute gleich mal früh die Initiative. Setzt sich nach vorne. The King of Mahat, auch ganz gut dabei gleich mit Penalty an der Außenseite. Und dazu gesellt sich Lightning Jock, der hier weiterkommt, den Platz verbessert. Zee Hector hat Kontakt ebenso. Innen Akandi, dann Skylo und hinten noch Best Lightning. Vorne Ninas Lob an der Spitze. Außen rückt Penalty in die zweite Position vor. Dahinter dann das Duo, das sind The King of Mahat. Mit außen daneben Lightning Jock, die beiden bilden ein Pärchen. Dann ist Zee Hector dabei mit Skylo, der ein bisschen Boden gut machen kann. Innen liegt Akandi und immer noch letzter Best Lightning. Aber alles nicht geschlossen unterwegs. Im Schlussbogen ist das Feld. Im Schlussbogen sind die Pferde. Im Schlussbogen. Und vorne das Kommando weiterhin bei Ninas Lob. Das sind 3-4 Längen Vorteil. Die Pferde nähern sich dem Einlauf. Penalty ist der erste Verfolger. Dahinter ist dann Lightning Jock außen, obwohl schon schwer geschoben. Und dicht dabei ist King of Mahat. Außen wird eingesetzt. Jetzt dann Zee Hector. Dahinter kommt Akandi durch. Ganz innen Best Lightning und Skylo ist letzter. Vorne Ninas Lob weiter. Ninas Lob. An der Innenseite, außen Penalty, greift jetzt an. Der Youngster wird stärker, rückt jetzt auf und kommt jetzt hier schön in Position. Ninas Lob aber vorne. Penalty wird immer stärker. Penalty an der Außenseite mit Tore. Hammer Hansen kommt an Ninas Lob heran. Beide lösen sich deutlich, machen das Rennen unter sich aus. Ganz klar, Kandi im Moment Dritter. Penalty, der Dreijährige gewinnt. Penalty für Eckart Sauren von Ninas Lob und Best Lightning noch Dritter. Und dicht dabei war Akandi und in der Mitte Lightning Jock. Das war noch eng auf den kleinen Plätzen. Der Dreijährige gewinnt. Der Starter, der nachgenannt worden war, Penalty mit Tore, Hammer Hansen.